Nach dem Sonnenschein am 13. Februar bei der Abfahrt, nun einen Tag später beim Super-G in Saalbach-Hinterglemm, ein Wettkampf am Rand des Abbruchs. Böen, Nassschnee, der vereist, etliche Stürze. Aber am Ende mit einem deutschen Happy End. Abfahrtstriumphator Thomas Dresen kommt diesmal auf Platz 3 ins Ziel und damit auch auf das Podest der besten Super-G-Spezialisten. Das Problem ist halt, es ist halt daneben wirklich viel nasser Schnee. Und ich sag, wir Skifahrer sagen immer Haxenbrecher-Schnee dazu. Das heißt, wenn man einmal da neben die Spur rauskommt, durch einen Verschneider zum Beispiel oder so, dann wird es schon gefährlich. Und wie soll ich sagen, ob das jetzt hundertprozentig regulär war, da kann man drüber streiten. Beim sogenannten Haxenbrecher-Schnee ist der Schweizer mit der Startnummer 5 Mauro Caviezel Abfahrtsdritter, der Mann, den es zu schlagen gilt. Nur zwei Startplätze weiter. Der Norweger Alexander Ormod Kilde, der Führende im Super-G-Weltcup, kommt mit einer Bestzeit ins Ziel bei der verkürzten Bahn im Pinzgau. Gar artistisch, wie Kilde sich bei diesem Spreitsprung noch auffangen kann. Es ist, wie es ist. Und es ist Wintersport und kann man alles Wetter kriegen. Und jetzt heute war schon schwierig, aber so ist es ab und zu. Aber ich bin zufrieden mit deinem Sieg und kann man viel sagen vom Wetter. Aber um seinen ersten Saisonsieg muss Kilde bangen, denn Dresen fährt zurzeit in einer unglaublich gelösten Art und Weise, die man eben nur durch Erfolge erlangt. Und der deutsche Haudegen, den einige schon als deutschen Skigiganten bei seiner Form bezeichnen, kämpft sich durch alle Tücken bis zum Adrenalinabbau von Kilde. Der Erster bleibt, Dresen am Ende Dritter. Ich bin extrem happy, weil die Warterei ist natürlich nicht immer leicht, aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Mix zwischen Ablenkung und Spaß haben. Und, weil ich meine, wenn man die ganze Zeit immer zu konzentriert ist, man muss auch ein bisschen Spaß haben. Norwegischer Jubel über den Führenden im Gesamtweltcup, im dicksten Schneegestöber und ein Dresen mit Eleganz und am Ende mit ganz viel Spaß in Saalbach-Hinterglemm.